Hallo, willkommen zu einem Video über die Fußballmeisterschaft von mir. Ich wollte euch nur ein paar kurze Tipps mitgeben, wie ihr am besten anfangt mit der Fußballmeisterschaft. Ich habe mitbekommen im Kanal von FOE Elite, dass das erste Spiel im Turnier wohl immer gewonnen wird. Und das wollte ich jetzt gerne mal auf zwei Welten austesten und demonstrieren, ob es dann so ist. Und um das tun zu können, müssen wir natürlich erstmal die notwendigen Spieler haben, um am Turnier teilzunehmen. Ich mache hier also meinen Standardkampf im Training. Den ersten, der mir hier empfohlen wird, und bekomme hier erstmal gleich einen Spieler. Den Davis. Und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht noch ein paar Quests machen kann. Ich glaube, ich habe schon ein paar gemacht. Genau, jetzt müsste ich auf die 15-Minuten-Produktion warten. Das dauert ein bisschen. Gerade hier auf der Classic-Welt, da habe ich ja nicht so viel. Aber ich denke, ich kann mit dem Team, was ich jetzt schon habe, schon was anfangen. Ich habe zumindest, naja, einen blauen Spieler und jeweils drei von den anderen. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, ein Spiel zu starten, um die Tickets zu verbrauchen, weil die muss man ja täglich verbrauchen, weil sonst füllt sich ja die Leiste nicht weiter. Ich habe jetzt durch das Erfüllen der Quests hier schon 5 Tickets und die muss ich jetzt erstmal verbrauchen, weil alle 8 Stunden gibt es ein neues Ticket und wenn die Ticketleiste voll ist, gibt es natürlich kein neues Ticket. Und durch die Information, dass man das erste Spiel wohl immer gewinnt, wähle ich mir jetzt den stärksten Spieler raus, mache das Team voll, jetzt erstmal völlig random und drücke auf Spielen und hoffe, ich gewinne auch. Und so ist es auch. Und genau das Gleiche versuchen wir jetzt gleich nochmal nachzuvollziehen auf einer anderen Welt. Die Nego ist ja meine Hauptwelt, da habe ich schon gespielt. Da kann ich euch das nicht mehr demonstrieren. Aber hier meine Diamantenstadt. Energy Drinks. Hier das zweite Ticket kriege ich auch direkt. Und die Spielerkarten sollten hoffentlich auch kein Problem sein. Stecke ich irgendwo ein paar Forge-Punkte rein. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, da bietet sich gerade was an. Leider nicht. Aber ich habe sowieso 9 Forge-Punkte auszugeben. Gut, dann stecke ich die eben in mein eigenes LG. Relikt-Tempel. So, jetzt kriege ich auch noch 3 Spielerkarten. Ja, leider kein blauer dabei. Die blauen sind am Anfang selten. Okay, und das kriege ich auch noch hin. Wohngebäude bauen. Und Forge-Punkte kaufen. 5 Stück. Es leckt ein bisschen. So, Quest erfüllt. Noch ein Turnierticket. Und für die nächste Quest gibt es wieder Spielerkarten, aber man muss 59 Minuten Produktion abschließen. Aber soweit, so gut. Ich habe meine 5 Tickets. Das mache ich alles später. Einen blauen Spieler. Drücke hier den Standard. Gehe wieder raus aus dem. Das mache ich eben nur, wenn mich der Tagespreis interessiert. Das Hippodrom muss ich mir nochmal angucken. Ich glaube, ich würde auf die Siegerplätze gehen und nicht auf das Hippodrom. So. Und jetzt im Turnier, Spiel starten. Einfach nur das Team voll machen. Ja. So. Und los geht's. Und wir sehen, ich habe wieder gewonnen. Ohne irgendwas zu machen. Also offensichtlich scheint es wirklich zu stimmen, dass man das erste Duell immer gewinnt. Die zweite Sache ist, die ich euch zeigen wollte,
Es lohnt sich zu rechnen. Es lohnt sich wirklich zu rechnen. Und dazu wollte ich euch was zeigen. Ich mache mal hier meinen Rechner auf. Stell den mal auf Standard um, damit er nicht ganz so groß ist. Und zeige euch mal, was hier die Sache ist. Also, was ihr erreichen wollt, ist möglichst hoch im Ranking zu kommen hier. Nicht um auf diese ersten Preise hier rauszukommen. Ich denke, das wird nicht möglich sein, ohne Diamanten einzusetzen, sondern um in der Liga hochzukommen. Ich bin jetzt hier mit meinem ersten Spiel schon in der Amateurliga, weil ich eben den stärksten Gegner gewählt habe. Aber kann ich euch nur empfehlen, wählt den stärksten Gegner, weil das erste Spiel gewinnt man. Und wo man hin will, ist in die Silberliga oder Goldliga, um eben gleich mehr Tickets zu bekommen und vielleicht auch die anderen Sachen mitzunehmen. Und das kann man natürlich nur schaffen, wenn andere Spieler weiter unten sind. Und ich habe dafür eine Strategie, und zwar zu rechnen. Und ich schaue mir hier an, was gibt es hier zu holen? 33 Ligapunkte sind schon mal nicht schlecht. Das sind 20 mehr als für den zweiten Platz hier. Aber ich verbrauche natürlich ein Ticket dafür. Und ich rechne mir wirklich aus, wie groß die Chance ist, die 33 Ligapunkte zu bekommen. Dazu stelle ich mir hier das optimale Team ein. Das optimale Team müsste das Team sein, was die meisten Gegner schlägt. Also der hier ist schon mal nicht schlecht, der schlägt zwei. Der ist nicht gut, der schlägt nur einen. Die schlagen hier auch jeweils zwei. Der auch. Und dann nehme ich mir noch den stärksten von denen, die am schlechtesten sind. Und ich komme am Ende auf 37% raus, also ein bisschen mehr als was ich am Start eingestellt hatte. Und jetzt würde ich mal rechnen. Ich habe eine Chance von 37%, die 33 Ligapunkte zu bekommen. Das heißt, ich rechne jetzt 33 mal 0,37 und komme auf 12,21 Punkte, die ich hier im Schnitt rausbekommen würde. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem nächsten Fall. Und eigentlich brauche ich schon gar nicht mehr rechnen, weil für den mittelstarken Gegner würde ich maximal, also im Optimalfall, 13 Punkte rausbekommen. Aber ich komme hier niemals auf 100%, wenn ich hier das Team einstelle. Also versuchen wir es mal. Also Rot ist schon mal ziemlich gut, weil der schlägt drei Gegner. Und Grün schlägt die anderen beiden. Blau sollte man nicht wählen. So. Also ich habe hier jetzt. Ist es sogar schlechter geworden? Hatte ich am Anfang auch schon 6,67? Jetzt bin ich gar nicht so sicher. Ich würde es ins Video nochmal reinschreiben, den Vergleich vorher, nachher. Aber eigentlich müsste das eine bessere Aufstellung jetzt sein. Ich nehme mal den rein. Ach, tatsächlich ist der besser. Und zwar, weil in dem Schere-Stein-Papier-System natürlich die Roten auch von den Grünen geschlagen werden. Und deswegen haben die Roten einen gewissen Malus auch gegen die vielen grünen Spieler. Deswegen lohnt es sich da, mehr Grüne reinzunehmen, obwohl die nur zwei Spieler schlagen. Gut, sind wir bei 70%. Aber auch hier können wir uns das ausrechnen. 13 Ligapunkte bekomme ich zu 70%, also mal 0,7. Das heißt, im Schnitt bekomme ich hier 9,1 Ligapunkte raus. Und in dem Fall gehe ich auf den stärkeren Gegner, weil hier kriege ich 12, über 12 Ligapunkte raus. Und jetzt muss ich mir hier wieder mein Team einstellen. Ich glaube, das ist sogar noch das. Nochmal ändern. Ich hatte Rot reingenommen. Rot wurde von Blau geschlagen. Blau ist nur ein Spieler. Und Blau. Und noch ein Grün.
Ich tausche mal nochmal einen Grün gegen einen den Blauen gegen einen anderen Grün. Und wir sehen tatsächlich, das bringt noch was. Holen wir 38% raus. Weil hier eben die Blauen ganz gut geschlagen werden von den Roten. Gut, 38%. Nochmal rechnen. Nee, ich rechne jetzt nicht mehr. Weil ich sehe hier die Ligapunkte nicht, wenn ich jetzt nicht ganz blind bin, sehe ich die Ligapunkte nicht, die ich bekomme. Aber ich würde es jetzt riskieren einfach. Und ich habe verloren. Aber ich versuche es nochmal. Nochmal verloren. Nochmal verloren. Ja, ich habe ein bisschen Pech. Und das dritte Mal habe ich gewonnen. Naja, immerhin. Und ich habe jetzt die Spieler bekommen. Das 50-Spieler-Karten-Set, das ist auch sehr gut, weil dann kriegt man wenigstens das Team schon mal voll. Man hat von allen Spielern mindestens drei Karten und das ist auch gut, um von jedem immer eine Konterkarte zu haben. Gut, jetzt habe ich hier die Versuche schon verbraucht. Das war ein bisschen unglücklich, dass ich dreimal verloren habe. Aber die gleiche Chance haben wir jetzt nochmal auf Uzeria in meiner Klassikwelt. Hier sind auch die 15-Minuten-Produktionen inzwischen fertig, aber nicht genügend. Na, und die Münzen wären sowieso noch ein kleines Problem. Aber auch hier würde ich jetzt das gleiche Prinzip anwenden. 40 Punkte. Und ich stelle mir das optimale Team auf. Rot schlägt 2. Nehmen wir erstmal die Roten rein. Blau schlägt 2. Und ich schaue noch mal, was ist denn hier der Konter? Rot wird von den Blauen geschlagen. Blau sind nur ganz wenige drin. Blau wird von den Grünen geschlagen. Da schaue ich nochmal, ist es nicht vielleicht besser, wenn ich den Blauen gegen den Grünen ersetze? 36% gegen 35%. Ja, es ist besser. Probiere ich das so. Und 40 Ligapunkte kann man hier gewinnen. Wie ihr euch wahrscheinlich gemerkt habt, 40, ups, 40 mal 0,36 sind eine Chance auf 14 Punkte. Und der nächste hat nur 13. Also würde ich es so machen. Jetzt muss ich das Team wieder neu einstellen. Das ist doof, dass das immer rausgeht. Das ist echt doof. Aber ich habe es mir gemerkt. Und jetzt geht's los. Und ihr seht, ich habe gleich gewonnen. Das war jetzt ein bisschen glücklicher. Und hier merke ich mir 15 Punkte und 30. Mal schauen, auf wie viel Prozent ich hier komme. Rot schlägt ja nur ein. Also gehe ich gleich mal an die Grünen dran und an die Blauen. Und nehme dann noch einen Roten mit rein. Das sind nur 33%. Das ist ja nun nix. Was war denn der Standard? 35. Okay. Fünfunddreißig, 36. Okay, also man muss ein bisschen rumspielen, dass man hier die höchsten Prozentwerte findet. In diesem Schere, Stein, Papier Prinzip. Und 36% Chance, 30 Ligapunkte zu bekommen. Also 30 mal 0,36 sind 11. Im Schnitt 11 Ligapunkte. Beim zweiten bekomme ich aber 15. Schaue ich mal, wie optimal ich hier das Team hinbekomme. Rot sieht schon mal nicht so gut aus. Blau ist der Beste. Ich hab ja nur einen blauen Spieler. Das ist natürlich nicht so schön. Dann nehme ich mal die.
Ah, 52%. Das ist schon das Ideale. Also ich habe 52, eine Chance auf 15 Ligapunkte zu 52%, das sind nur 7,8. Also auch in diesem Fall lohnt es sich mehr, den ersten anzugehen. Ich kann natürlich auch nochmal aktualisieren drücken. Da ändert sich das Team nochmal. Dann bekomme ich aber hier beim ersten nur noch 29. Was haben wir? Rot ist ganz gut. Und Blau. 42%. Ich tausche mal nochmal den hier. Bleibt bei 42, wenn ich einen roten rausnehme. Dafür grüne einsetze, dann wird es eher niedriger. So, die roten sind schon ideal. Den nehme ich auch mit rein. Okay, 42% auf 26 Ligapunkte. Sind wir bei 11. Und hier, denke mal nicht dran, dass ich erst noch den Knopf drücken muss. Achtundfünfzig% auf 13. Ja, also 13, das wird die Hälfte. Das lohnt sich wieder mehr, gegen den ersten Spieler zu gehen. 11 Ligapunkte vielleicht zu gewinnen. Ich habe es mir dieses Mal nicht gemerkt. Ja. Also setze ich mein Ticket wieder hier ein. Und ich gewinne. Ich habe einfach mehr Glück dieses Mal. Leo Forti, 26 versus 12. 12 ist schon mal generell sehr niedrig. Für Platz 2. Dann schauen wir mal, was ich hier hinbekomme. Wie viel ist mein Standardwert? Mein Standardwert ist 36. Das ist schon mal recht hoch. Schauen, ob ich über 40 komme vielleicht. Ich komme sogar auf 43. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie viele Punkte es gibt. Ach, 26. 26 mal 0,43. Also über 11. Und darauf komme ich niemals bei 12 Punkten. Also wieder Team 1. Und ich versuch's. Ich habe auch schon gewonnen, wie man sieht. Ja, das Pech, was ich auf der anderen Welt habe, habe ich hier als Glück. Und einen letzten Versuch habe ich auch noch. 26 und 13, also die Hälfte hat der zweite. Muss mir die Zahlen nur echt mal merken. Schauen wir mal. Ah, auch den Standardwert muss ich mir erstmal anschauen. 42 ist sehr gut. Komme ich. Also, einer 43-prozentige Chance auf 26 Ligapunkte sind 11,1. Hier gibt es 13. Ja, das könnte mit ganz viel Glück mehr als 13, mehr als 11 geben. Aber auch nur mit ganz viel Glück. Bei 56 nicht. Auch bei 58 nicht. Nicht bei 58%. Kann ich ja nochmal ausrechnen. 13 Ligapunkte, eine Chance von 58%, die zu bekommen, sind nur 7,5. Also wieder die stärksten Gegner auswählen.
das optimale Team dafür. Was war das? Das war, glaube ich, zweimal grün, 43% und go. Dieses Mal verloren, aber die Chance zu gewinnen war ja unter der Hälfte. Von daher ist es so. Und in 8 Stunden gibt es wieder ein Kärtchen oder wenn ich eine entsprechende Quest abgeschlossen habe. Ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass ihr möglichst die Tickets ausgibt, wenn euch die Tagespreise passen, aber das passt halt nicht immer. Also ihr müsst schon täglich Tickets ausgeben. Und was hat das Ganze bewirkt, dass wir jetzt immer gerechnet haben? Ich bin in der Silberliga gelandet inzwischen. Durch das Rechnen. Und es kann ich euch nur ans Herz legen, das immer wieder durchzurechnen. Weil gerade später, wenn ihr ein bisschen mehr gespielt habt, dann ändern sich diese Punktewerte hier nochmal deutlich. Und ihr werdet sehen, dass sich das nochmal deutlich auseinanderzieht. Dann könnt ihr hier über 100 Punkte bekommen, hier was irgendwie in den 50ern und hier trotzdem immer nur so ganz niedrige Zahlen. Und da müsst ihr echt mal gucken, wie hoch eure Chancen sind, dann die entsprechenden Ligapunkte zu gewinnen. Und ja, das durchzurechnen. Für mich, ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass sich das total lohnt, weil ich habe beim letzten Mal Fußball-Event habe ich auf Feldrangier die Goldliga erreicht. Deswegen habe ich hier auch den Goldliga-Avatar eingestellt vom letzten Mal. Und ja, auf meiner Hauptfeld habe ich die Goldliga nicht erreicht, aber ich war in der Silberliga und das ist es ja, worum es mir geht. Ich wollte halt zwei Kits haben für das Hauptgebäude. Das Hauptgebäude ist dieses Mal nicht so attraktiv wie beim letzten Mal. Ich glaube beim letzten Mal. Was war es denn beim letzten Mal? Ja, das Hippodrom, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, was es beim letzten Mal war. Aber beim letzten Mal war der Preis definitiv besser. Aber auch dieses Mal möchte ich natürlich hier in den höchsten beiden Ligen enden und von daher werde ich auch rechnen, bevor ich meine Tickets einsetze. Und das lohnt sich. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass es sich am meisten lohnt, gegen die Profis zu spielen oder gegen den mittleren Gegner. Und der leichte Gegner ist fast nie wirklich lohnenswert. Nur so als weiterer Tipp. Okay, dann soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Event und versuche das Video so schnell wie möglich zu veröffentlichen und nicht groß rumzuschneiden. Danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal. Gebt dem Video einen Like, wenn euch das gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.